Schon ist unser Inventar wieder voll. Das ist doch herzallerliebst. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich das noch mit mir rumschleppen muss. Den ganzen Glauben glaube ich auch nicht. So, und dann mal auf. Gucken, wie lange dieses Let's Play tatsächlich noch geht. Ich denke nämlich, wir machen richtig gute Fortschritte. Großen Schritten dem Ende entgegen und so. Nee, ich habe die falschen Dinger dabei. Wie viel bräuchte ich denn überhaupt noch? Zu viele. Zu viele, um es irgendwie wirklich zu Ende zu bringen. Hier nämlich rein. Und wir machen uns ein paar von den anderen. Die brauchen wir eh für die nächste Ladung Kisten dann. Dann können wir die jetzt auch schnell anfertigen. Dann haben wir zumindest noch ein bisschen was zu tun, um uns hier unsere restliche Zeit zu vertreiben. Ja, ein paar Sachen hätte es noch zu tun gegeben. Also wir könnten unsere Imkerei noch auf Maximum aufbauen. Wir könnten die Händler alle noch auf die maximale Stufe hochpushen. Aber letztendlich muss ich die Frage stellen, wofür? Das braucht jetzt weniger. Jetzt bin ich echt versucht, noch Bienen kaufen zu gehen. Wir gehen morgen mal zum Imker. Da haben die doch wieder was an den Anforderungen geändert. Ah, das ist ja eine schöne Sache. Weil das hatte ich mir ja eigentlich so als Ziel für das Let's Play noch gesetzt, ne? Da war aber die Bäume nochmal ablaufen hier. Wir schauen dann mal beim Imker vorbei. Wir müssen ja sowieso in die Stadt. Ne? Wir müssen ja zu Frau Anmut. Das passt nicht. Ja, Kopfrechnen nicht nach Dienst. Das könnt ihr nun wirklich nicht von mir verlangen, dass das noch in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Ich habe ja, wie ich in meinem Yu-Gi-Oh! Let's Play bewiesen habe, damit mitunter so schon Schwierigkeiten. Und dann hier noch unter erschwerten Bedingungen irgendetwas halbwegs Sinnvolles abzuliefern, das ist ja dann echt. Das ist dann schon der gehobene Schwierigkeitsgrad. So, einmal ins Bett. Kann der neue Tag kommen. Und mit dem neuen Tag kommt auch endlich mal wieder ein bisschen Story Progress. Es wird ja auch Zeit. So, ich gehe auch zu Fuß, weil warum nicht? Und am nächsten Tag ist ja dann der Händler auch schon wieder da. Das ist ja schön. Und ich denke, wegen dem Amulett werden wir wahrscheinlich auch nochmal zur Schlange müssen. Nein! Du blöder Zombie! Was war denn das eben für eine scheiße Nummer, ey? Nur ernsthaft. Also das war ja schon. Wir können Flugblätter und sowas dann nochmal herstellen.
Wir sind am Ende. Mir wachsen an komischen Stellen Haare. Triff mich in der Nacht an den Klippen bei der Burgfeste. Voilà. Hallo Süßer, wie kann ich dir behilflich sein? Es ist... Nein, es ist nicht euer Ernst, ne? Es ist nicht euer Ernst. Ich verschenke hier gerade eine komplette Woche, ja? Weil ich zu blöd war, um bei Wagner einmal vorbeizuschauen. Na, wunderbar. Das läuft ja bei uns, wa? So, hier. Jetzt ist wieder ein bisschen Kapital unser eigen nennen. Dann gehen wir jetzt wenigstens noch zum Imker. Und gleich kommen wir ja... Angeln verbraucht Zeit, ne? Dann werde ich wahrscheinlich dann doch irgendwann die Zeit ein bisschen vorspulen, weil das ist jetzt echt doof. So, 20 Bienen. Das heißt, ich brauche gar nicht 20. Ich brauche ja nur 18. Nehme ich auch nochmal Bienenwachs mit, dass wir vielleicht nochmal eigene Kerzen machen. Obwohl, die hat der Priester ja, ne? Die kann man ja kaufen. Das ist ja nicht das Ding. Aber es ist bitter. Das ist echt ein bisschen bitter. Habe ich genug Balken? Ich nehme sofort nochmal Balken mit. Ich will nicht da oben stehen und dann wieder zurückrennen müssen. Also aber gleich ein bisschen mehr mitnehmen. Das perfekte Lied, das hat uns der Wagner aber auch noch nicht gegeben, ne? Was ist er denn? Dieser Blödmann! Und da ich auch keinen Grund hatte, da vorher mal vorbeizuschauen, ich bin so ein Idiot. Ich bin so ein blöder Idiot. Das ist echt ein bisschen bitter jetzt gerade. So. Haben wir es doch tatsächlich noch geschafft, uns hier unsere eigene Imkerei noch hinzuklatschen. Ja, gut, ich weiß, so wirklich nutzen tue ich sie nicht mehr. Aber letztendlich und rein prinzipiell ist es doch auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr schöner Anblick. Und gibt auch nicht mehr so wirklich großartig viel, was wir jetzt noch machen könnten. Die Klippen bei der Burgfeste zur Nacht. Ich würde sagen, dann machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg hin. Dann gehen wir halt die lange Strecke zu Fuß. Müssen ja irgendwie in irgendeiner Kapazität jetzt sowieso noch so ein bisschen die Zeit totschlagen. Ah, das ist bitter. Das ist echt bitter. Das hat uns zeitlich jetzt ein bisschen zurückgeworfen. Weil ich hatte eigentlich gehofft, in dieser Aufnahmesession das Spiel dann auch tatsächlich abschließen zu können. Aber ich muss ja irgendwann auch ins Bett. Ich muss heute Abend dann wieder los. Bin ja noch nicht durch mit meinen Nachtschichten. Aber das ist halt wieder so meine übliche Planung, ne? Irgendwie geht das immer alles schief. So, sind das hier dann die Klippen bei der Burgfeste?
Das sieht doch sehr klipös aus hier. Gucken wir einfach mal, ob wir den Wagner hier irgendwo finden. Für einen Ort muss ich nicht wissen. Wo ist Wagner? Das ist viel, viel wichtiger. Ja, cool, das haben wir uns ja noch nie so wirklich angeguckt hier, ne? Dorf, gut. Wo wir noch mal hingucken können. In der Hoffnung, dass er sich jetzt nicht schon verpisst, ist hier die Brücke, die kaputte. Vielleicht meint er ja die und ansonsten habe ich ein Problem. Das ist in der Tat ein Steg. Wagner, Junge, wo ist er denn? Triff mich nachts an den Klippen bei der Burgfeste. Na gut, jetzt ist Nacht natürlich auch wieder vorbei. Aber was genau sind denn jetzt die Klippen bei der Burgfeste? Da oben ist die Klippe. Also quasi hier, wo wir gewesen sind und wo wir ihn nicht gefunden haben. Schön. Glück beim nächsten Mal und all das, ne? Da habe ich auch keinen Köder dabei. Das heißt, ich kann hier überhaupt nichts fangen, weil ich angeltechnisch nicht vorbereitet bin. Wenigstens zum Händler. Und ich hatte überlegt, dass wir den Ruhm für unser Ding vielleicht noch ein bisschen hochpushen. Kannst du der großen Zeremonie an meiner neuen Kathedrale beiwohnen? Zusammen mit dem Bischof beten wir dafür, dass das Wasser in die Stadt zurückkehrt. Der Bischof, ist das dieser dreiste Kerl? Könnte man so sagen, ja, dreist ist er schon irgendwie. Diese Zeremonie ist der perfekte Anlass, allen meine neue Position zu zeigen. Also kommst du? Ich weiß nicht. Der Bischof ist mein Bruder. Wir haben viele Jahre lang nicht miteinander gesprochen. Er denkt, dass ich meine Zeit mit Reisen verschwendet habe, statt mich hier in der Stadt um meine Karriere zu kümmern. Vielleicht wird es Zeit, dass ihr Frieden schließt. Du hast recht, ich werde da sein. Sehr schön. Ja, auf einmal brauche ich die Seide nicht mehr, ne? Das heißt, ich kann auch die Goldschmuckverzierung verkaufen jetzt. Schon mal wieder ein bisschen Kohle auf der hohen Kante hier. Ich brauche diese scheiß Geschichte nicht. Schlups. Die angenommene Einladung, die ist viel wichtiger. So,
10 Flugblätter, um die Marketingkampagne zu starten. Darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal eine Weile. Oder zumindest bis es wieder Nacht wird und wir mit der Suche nach dem guten Wagner weitermachen können. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal Papier. Und dann schustern wir uns hier so viele Flugblätter zusammen, wie es mit unseren Ressourcen geht, und steigern einfach den Ruhm noch ein bisschen. Können wir einfach noch mal gucken, ob das in irgendeiner Art und Weise eventuell einen Effekt auf die Preise hat. Natürlich hier 22 von den Dingern verarbeiten, ne? Aber haben dadurch natürlich auch jede Menge leeres Papier zur Verfügung dann. Wir können ja eventuell morgen auch nochmal versuchen, dass wir Schlange nochmal nach diesem Amulett von der Frau Anmut fragen. Wer weiß. Vielleicht kommt da tatsächlich noch was bei rum. So ganz genau weiß man das ja irgendwie nie. Aber das ärgert mich, dass das mit Frau Anmut nicht geklappt hat. Hier brauchen wir Tinte. Oh. Entschuldigung. Tatsächlich brauchen wir sogar recht viel Tinte. Mal gucken, wie stellt man Tinte her? Kegelförmigen Gefäßen. Kegelförmige Gefäße, die habe ich definitiv hier unten noch. Aber ich würde sagen, bevor wir uns da weiter mit befassen, es ist Nacht, wir gehen noch mal wieder gucken, ob wir Wagner finden. Und mit ein bisschen Glück ist Schlange auch schon da. Wir können ja mal kurz gucken gehen, wir sind ja eh gerade hier. Nee. Der ist noch nicht da, obwohl ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ist ja auch noch nicht Schlangetag. Ich kann mir ehrlich gesagt auch nicht so wirklich vorstellen, da kommt er. Dass wir da neue Infos kriegen, solange wir nicht wieder in die Richtung boxiert werden. So. Vielleicht haben wir diesmal ja so ein bisschen mehr Erfolg mit unserer Suche. Ich folge einfach mal den Fußspuren, die hier noch sind. Und denen ich gerade vermute, dass das wahrscheinlich nicht unsere eigenen sind. Das werden die von Wagner sein. Obwohl, ganz sicher bin ich mir natürlich nicht. Ah, jetzt. Wagner, wo bist du?
Bleib, wo du bist, ich habe ein Schwert. Beruhig dich, ich bin es, Wagner. Was ist mit dir passiert? Die Fliegenpilzinfusion. Anscheinend gab es da ein paar Nebenwirkungen. Ich hatte das tollste Lied der Welt geschrieben. Aber je tiefer ich meine Seele erforschte, umso mehr wurde ich hierzu. Und als ich das Lied fertig hatte, sah ich so aus. Frau Anmut wird mich nie lieben. Oh, Wagner, das tut mir so leid. Aber es war es wert. Hier ist das Lied. Wer ist da? Ein Monster! Er will den armen Kerl umbringen. Nein, ich unterhalte mich doch nur mit ihm. Ich will ihn nicht töten. Lasst mich los, ich bin der Sohn des Kommandanten. Schnappt ihn dir! Bring ihn zur Burgfeste. Okay, das war merkwürdig. Nicht ganz unerwartet, aber merkwürdig.